Sonntag um 8 herrscht noch Ruhe im Fahrerlager in Großdölln. Die Endläufe zur deutschen Slalommeisterschaft finden auf dem Racetrack 3 statt. Die Favoriten hatten alle am Samstag gepunktet, sodass auch heute keiner einen Fehler machen durfte. Für Spannung war also gesorgt. Der anspruchsvolle Kurs ist ein würdiger Abschluss für die DM. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das quasi auf einer Rundstrecke zu machen? Das war schon lange unser Wunsch. Wir veranstalten hier in Dölln seit 20 Jahren, ich glaube seit genau 20 Jahren, veranstalten wir hier Slaloms. Als es das Driving Center hier noch nicht gab, waren wir im Prinzip genau an dieser Stelle. Da gab es nur Beton, sind wir hier eine Rundstrecke gefahren, Endläufe zu den deutschen Slalommeisterschaften. Und wir veranstalten hier die Dölln 5000 seit mehreren Jahren, deutsche Rennslalommeisterschaft. Und inzwischen ist nur noch übrig geblieben Track 3 vom Driving Center. Und das ist eine sehr herausfordernde Strecke und deshalb wollten wir sie den Teilnehmern immer anbieten. Eigentlich fährst du ja auch selber. Bist du ein bisschen traurig, dass du heute nicht gegen die anderen antreten kannst? Ja. Ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, die Rennleiterlizenz zu machen. Mir war klar, ich kann dann bei einer Veranstaltung nur das eine oder das andere machen. Natürlich, ich würde sehr, sehr gerne hier fahren. Aber ich stelle eben auch fest, man hat mit einer Veranstaltung eine ganze Menge Verantwortung zu tragen und da lässt sich Fahren und Veranstalten einfach nicht unter einen Hut bringen.
Lars, du bist als Führer der Deutschen Meisterschaft hierher gekommen, aus dem Süden, hast gestern den ersten Lauf auch schon gewonnen. Dazu erstmal herzliche Gratulation. Wie wirst du es heute angehen? Soft oder? Ja, es werden wir einen Trainingslauf und da wird jetzt mal geschaut, wie die Streckenverhältnisse so sind. Ich habe gesehen, ist manchen Stellen ist noch ein bisschen feucht und da werden wir jetzt auch nicht alles geben. Und naja, ich denke mal, fahren so wie gestern und dann soll es passen. Gestern hat ja gereicht mit einigen Sekunden Vorsprung, auch im Gesamt. Strecke scheint dir auch gut zu liegen. Ja, doch, es ist eine neue Strecke, denke ich mal, für fast alle hier von uns. Und ist eine schöne Strecke, schnell. Und ja, liegt dem Auto, liegt mir. Also ich denke, ich bin ganz zuversichtlich. Hast du eventuell den Vorteil, dass du im Gegensatz zu den meisten anderen auch Rundstrecke gefahren bist, auf so einer schnellen Strecke? Macht das was aus? Ja, vielleicht minimal. Aber es ist immer noch ein typischer Slalom, eine typische Slalomstrecke. Das heißt, man darf nicht die Rundstrecke sehen, man muss sich immer noch die Pylonen einprägen. Und weil viele Stellen, viele Kurven fernab der Ideallinie auch gefahren werden, teils. Also es ist noch ein normaler Slalom. Was ist an dieser Strecke, glaubst du, dass der entscheidende Punkt? Wo kann man hier die Sekunden oder die Bruchteile der Sekunden liegen lassen? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, man muss sich die Strecke, die Streckenführung muss man sich gut einprägen. Und man muss einfach eine saubere Linie fahren. Ich denke, das hilft hier enorm. Ist das irgendwie spannender, so eine Art Rundstrecke mit Slalom zu haben, als einen nur Kurs auf dem Flughafen oder auf glatten Flächen? Ja, es ist was ganz anderes. Also das macht ja auch gerade den Slalomsport aus, dass man Strecken hat auf Parkplätzen, auf Flugplätzen und auch hier auf Rennstrecken. Und das ist schon was Besonderes auf jeden Fall, die Streckenführung. Es macht Spaß, gerade das Bergauf, Bergab hier an dieser Strecke, das ist toll. Na, dann wünschen wir dir für den zweiten Lauf viel Erfolg und dann hoffen wir dich nachher auf dem kleinen Treppchen da vorne zu sehen. Wir wollen es hoffen. Dankeschön. Klaus, wir stehen jetzt kurz vor der Entscheidung in der Deutschen Meisterschaft. Die ganz heiße Phase, die entscheidenden Läufe kommen jetzt. Aber du kannst sicherlich schon mal ein kleines Fazit für die Veranstaltung ziehen. Ja, drei Viertel der Veranstaltung sind rum. Wir haben hochklassigen Sport erlebt, besten Slalomsport auf einer der besten Strecken, die wir ganz sicherlich in Deutschland haben. Und bisher unfallfrei, bisher absolut fair und bisher wirklich dramatisch in manchen Klassen einfach in der Entscheidung. Ja. Schätzt du, dass der Lars die Meisterschaft gewinnen wird oder wie denkst du nach dem überlegenen Sieg gestern, wie es aussehen könnte? Der zweite ist ja schon durch, der kann nicht mehr eingreifen im Prinzip, der muss abwarten, was passiert. Genau, Lars hat einen sehr, sehr großen Vorsprung, allein schon von den Punkten her. Er hat gestern eine dominante erste Hälfte geliefert und er kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Wenn Lars meines Wissens unter den besten drei ins Ziel kommt, und das sollte allemal möglich sein, auch mit einem Pylonenfehler, dann ist er deutscher Meister.
Veranstaltung vorbei, Siegerehrung vorbei. Zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Wir hatten super Sport, super Verhältnisse, super Unterstützung von über 50 Leuten, die hier uns an der Strecke, um die Strecke herum und im Vorfeld und im Nachgang unterstützen werden. Und wir haben hier eine sehr, sehr gute Veranstaltung abgeliefert. Und ich denke mal, wir können stolz darauf sein, dass wir die Endläufe hier in Großdölln hatten.